Nachdem der Rückrundenauftakt gegen Leipzig ordentlich daneben gegangen ist, ging es für den SCM darum, Wiedergutmachung zu leisten. Herhalten musste dafür kein geringerer als Europapokalgegner Aalborg Handbold aus Dänemark. Es würde also schwierig werden. Die erste Aktion gehörte nämlich den Dänen. Bereits nach einer Minute gab es einen 7-Meter für die Aalborger. Jannik Green deutete aber an, dass er an diesem Tag gut aufgelegt war und hält. Nur eine Minute später machte es Robert Weber auf der Gegenseite dann besser. 1:0 gegen den Ex-Kieler Andreas Palika. Aalborg brauchte bis zur vierten Minute, um auszugleichen. René Antonsen von der Kreismitte zum 1:1. In den ersten Minuten blieb die Partie umkämpft. Die Abwehr um Finn Lemke stand sicher und das, was auf das Tor der Magdeburger ging, landete meistens bei Jannik Green. Vorne lag es nicht zuletzt auch an den Magdeburger Dänen, dass der SCM sich langsam absetzen konnte. Michael Damgaard mit einem schönen Zuspiel auf Jakob Begerstedt, der verwandelt zum 6:2, Magdeburg 4 Tore vorn nach 13 Minuten. Und 6:2 für den Aalborg kämpfte sich aber wieder zurück in die Partie. Die Magdeburger Deckung stand zwar sicher, wurde aber oft von den Schiedsrichtern zurückgepfiffen. Weitere Verwarnung ist die Magdeburg, gelbe Karte, doch auch einige Zeitstrafen konnten die Magdeburger nicht ausbremsen. Michael Damgaard trifft in der 19. Minute in Unterzahl zum 8:5. In der 24. Minute die nächste fragwürdige Schiedsrichterentscheidung. Robert Weber wird von seinem Gegenspieler beim Blockversuch in den Kreis gedrückt. 7 Meter für Aalborg. Dario Quenstedt im SCM-Tor muss aber nicht ernsthaft eingreifen. Aalborgs Engelbrecht vergibt. Insgesamt sorgen 6 7-Meter für die Aalborger allein in der ersten Hälfte dafür, dass die Dänen im Spiel bleiben. Bezeichnend für die Leistung der Schiedsrichter, aber auch für die Magdeburger Kompromisslosigkeit in der Deckung. Trotzdem ging der SCM mit einer Führung in die Pause. Nemanja Selenovic zwingt den Ball zum 12:9 an Andreas Palika vorbei ins Tor. Hälfte 2 war ähnlich offen und umkämpft wie die erste. Der SCM konnte sich aber immer wieder auf Jannik Green verlassen. Gegen seine Landsleute lieferte der Däne eine Glanzleistung ab, wie hier in Minute 37 gegen Engelbrecht. Auf der Magdeburger Seite waren vor allem die Außen gefährlich. Yves Grafenhorst erzielte mit dem 17:12 die erste 5-Tore-Führung in Minute 42. In der 44. Minute konnten die Zuschauer in der GTEC Arena dann auf der Platte ein altbekanntes Gesicht begrüßen. Andreas Rojewski feierte sein Pflichtspiel-Comeback nach über 5 Monaten Verletzungspause. Auch Zelko Musa sammelte nach langer Zeit wieder Pflichtspielminuten. Große Aufregung herrschte in Minute 49. Robert Weber gerät am Aalborger Kreis mit Morten Andreas Slund aneinander. Rot für den Dänen, 7 Meter für den SCM. Selenovic verwandelt, 21:14. Zwischenzeitlich zogen die Magdeburger auf 9 Tore davon, was Coach Bennett Wiegert die Chance gab, einigen Ersatzspielern Einsatzzeit zu ermöglichen. So auch Youngster André Schech, der in der 56. Minute mit dem 24:16 sein erstes Pflichtspieltor erzielt. Und erster Pflichtspieltreffer für den SC Magdeburg durch unseren jungen Mann mit der 22, André! Auch Jens Schöngard hatte seine Torpremiere. Er markierte mit dem 25:19 den letzten Treffer der Partie. So gewinnen die Magdeburger den Auftakt in die Gruppenphase des EHF-Pokals souverän gegen ersatzgeschwächte Aalborger und sorgen nach der Pleite gegen Leipzig für einen versöhnlicheren Wochenausklang. 7 Jahre in Deutschland gespielt, erstes Spiel nach 7 Jahren mit 7 Toren verloren, nicht so schön. Nein, das war nicht so schön heute. Wir hatten Probleme, überhaupt 7 Spieler auf dem Feld hinzustellen. Und wir wussten, dass die Aufgabe von Anfang sehr schwer werden sollte nach Magdeburg mit voller Mannschaft. Hatten wir heute nicht. So die Aufgabe war zweite Halbzeit einfach fast unmöglich für uns. In 3 Wochen ist das Rückspiel in Aalborg. Jetzt gab es schon so eine kleine Kampfansage mit Schmunzeln. In Aalborg wird es ein anderes Spiel. Warum? Wie ist die Begründung dafür? Erstmal fehlt uns 2 Leistungsträger hier heute. Die sind beide zu Hause geblieben mit Verletzungen. Und
Ja, wir haben große Hoffnungen, dass die wieder dabei sind dann. Und das macht einfach einen großen Unterschied für unsere Mannschaft. Nicht, dass wir hier in Magdeburg gewinnen könnten vielleicht, das weiß ich noch nicht. Aber zu Hause für unsere Fans mit voller Mannschaft, so wollen wir natürlich ein ganz anderes Spiel aufliefern. Ja. Wir sagen Glückwunsch, Bennett Wieger, zum Sieg. Wie groß ist die Erleichterung? Kann ich jetzt noch nicht richtig einschätzen. Es ist schwierig. Also mir persönlich, ich glaube auch den Jungs, steckt das Leipzig-Spiel irgendwie noch im Mark. Das ist einfach so, das geht auch nicht so schnell weg. Ich freue mich jetzt, dass wir das so gelöst haben, weil das war nach dem Mittwochspiel wahrlich nicht einfach, so aufzutreten. Auch wenn auch nicht alles so war, wie wir uns das vielleicht zusammen vorstellen. Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis und auch mit der Leistung, mit der kämpferischen Einstellung meiner Jungs sehr zufrieden. Was wichtig war, die Abwehr hat wieder gestanden. Wie ist das Urteil vom Trainer zur Abwehr? Gut, ich glaube, ich kann mit 19 Gegentreffern sehr gut leben. Das ist immer so ein Produkt, was man daraus macht. Jetzt könnten vielleicht viele auch sagen, Aalborg war nicht gut. Wir haben das zugelassen oder das möglich gemacht, dass sie halt nicht gut waren. Ja, aber Gegenprodukt ist für mich Angriff. Vielleicht können wir ein paar mehr Tore machen als 25. Aber das wäre jetzt vielleicht auch so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen. Hätte mir das vor dem Spiel gesagt, hätte ich das so gekauft, weil ich wusste, welche Schwierigkeit mit dieser Vorgeschichte vom Mittwoch in dieser Partie liegt. Robert, 6 Tore, zufrieden mit dem Sieg? Ah, sehr. Also es war so ein bisschen Befreiung. Deswegen freuen wir uns umso mehr. Die letzten Wochen waren sehr, sehr hart. Die ganze Saison war bisher sehr, sehr hart. Und tun 2 Punkte oder ein Sieg im ersten ERF-Gruppenphasenspiel sehr, sehr gut. Für die Seele vor allem. Gerade gegen Leipzig das Heimspiel verloren gehabt. Wie groß war der Druck für euch vor dem Spiel? Ja, Druck ist immer das, was man sich selber aufbürgt. Wir wollten das einfach unbedingt gewinnen. Wir wollten für die Fans wieder mal ein gutes Spiel zeigen. Ich denke, wir haben über 60 Minuten eine sehr, sehr gute Deckung gestanden. Haben natürlich vorne so ein paar Dinge weggelassen. Das gehört dazu zum Handball. Am Ende steht das Ergebnis für uns und das ist das, was zählt. Das Wichtigste war sicherlich, die Abwehr hat wieder gestanden oder so. Das ist bei euch erstmal das Fundament für den Erfolg? Auf jeden Fall. Also wenn man da Abwehr bedeutet Arbeit, Aggressivität und das haben wir heute von der ersten bis zur 60. Minute gezeigt. Und wie gesagt, wir haben nur 18 Gegentore kassiert, denke ich. Janik hält hinten auch gut und das war der Grundstein für den Erfolg heute.